Ja, Nami, ne? Sagt halt, Sunny wird halt voll böse werden, wenn er sieht, ne? Wie viel Essen sie verschwendet haben. Und als sie nachguckt, wie viel Essen sie verschwendet haben, sieht sie alles. Alles wurde verschwendet. Alles. Wofür braucht halt ein paar Anläufe. Ja, für Sicherheit. Diese Sollte ja auch schmecken. Ja, damit haben sie halt keine Proviant mehr. Aber gut, dass sie den Notproviant dabei haben. Oh Gott, der arme Chopper, ey. Ja, jetzt werden halt die Strohhüte langsam aber sicher verhungern. Ich frage mich ja, ne, wie das jetzt noch weitergehen wird. Wenn das Proviant von einer Woche war und sie den schon nach einem Tag verbraucht haben. Aber wofür kann der Seekönige fangen? Ist ja kein Problem. Aber nicht kochen. Ja, dafür haben wir ja noch Nami! Gott sei Dank. Den gleichen Fehler wird sie nicht nochmal machen, hoffe ich. Oder sie sterben. Und dann ist dann Piss vorbei. Auch eine Alternative. Jetzt kommt ein kleiner Zeitsprung, ne? Zum Schiff. Schiff. Das Schiff von Big Mom. Wie kümmern wir Big denn? Mom. Die durch Zuckerwatte segeln. Das ist quasi wie Choppers Traumland. Zuckerwatte Schnee. Das war. Das war. Ohne Spaß. Ohne Scheiß, also beim Lesen habe ich alles so französisch wie möglich ausgesprochen. Muss ja auch. Alles falsch, aber. Ja. Ne? Sanji! Ne? Ja? Jahr von Sanji? Ende April? Sanji schaut mal auf. Auch was. Nice. Ja, er weiß Schmeckt. halt. Tamago darauf hin, dass halt die ganze Zeit die Teleschnecken klingeln. Das halt, weil, ne? Diese Warnsignale abgegeben werden zu Flö. Soufflé. Ich finde das so geil, wie der redet. Ich finde das auch hammerstark. Ich glaube, das ist einer der besten Angewohnheiten, um so einen Satz zu beenden, den ich aus One Piece kenne, ey. Das war Bon Soufflé. S'il Soufflé. Ja, auf jeden Fall, ne, in der Nähe. vous plaît. In Big Moms Territorium ist es halt so, dass die Teleschnecken anfangen, ne, Signal auszusenden, um halt das arme Schwein davor zu warnen, dass es gleich draufgehen wird. Finde ich nett, ehrlich gesagt. Vorhin haben die auch mindestens 28 Außenstützpunkte. Stützpunkte. Außenstützpunkte. Die Tata Nummer 28. Ja. Bon. Bong. Bong. Mit G. Oh Gott. Na, und Tamago Ja. klettert auf. Wäre das nicht Big Mom Schiff, wäre das jetzt kein Schiff mehr. Weil Ja. es halt nie einfach mal versenkt. Bon. Amour. Amour. S'il vous plaît. Je suis. Oh Gott. Boucher, couchez avec moi. Egal. Tamago klärt halt auf, was halt auch Teil des Plans ist, denn Sanji soll der Big Mom-Bande beitreten, genauso wie der Rest der German Double Six. Oh ja. Wie sein Vater gewünscht hat. Woraufhin Sanji Oh ja. feststellt, ja, der hat nichts mehr mit seinem Vater zu tun. Er ist nur hier, um zu reden. Ja, aber Tamago sagt halt, ne, Big Mom ist halt, ne, voll freundlich und so, weil sie halt auch weiß, was Sanji halt drauf hat. Kochen. Kochen kommt bei Big Mom scheinbar immer gut. Und wenn er halt sich beweist, kann es ihm vielleicht auch sehr gut gehen. Und jetzt rastet halt Sunny vollkommen aus. Weil seine Hände sind nur, ne, für seine Freunde gedacht, damit er halt für sie Essen machen kann. Das Sanji sieht einfach so awesome aus, ne? Oh ja. Und das ist halt der einzige Grund, warum er halt, ne, durch die Hölle gegangen ist. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Ja, Ivankov, ne? Ist halt die Hölle. Caroline. Und Sunny meint halt, dass sie halt gerade unkontrolliert weinen, weil sie halt, ne, sein Essen nicht essen können. Stimmt. Ist richtig. Und er zeigt halt auch so eine Abwandlung von Ruffys Charakter, nämlich, dass er niemanden bedient, der seinen eigenen
seine eigene Bande halt verletzen würde, beziehungsweise sogar töten würde. Ja, ich möchte dich noch mal ganz kurz. Ich habe das ja auf Deutsch gelesen, ne? Ja. Du ja nur auf Englisch, richtig? Ja. Stand da, hat Sanji bei dir gesagt, jo, wegen dem Essen, was hat Sanji da genau bei dir gesagt? Ob es ein Fehler war oder nicht, ne? Es gibt kein einziges Gericht, was sich zu einer Gruppe von Leuten. Nee, ich meine das mit dem Essen, dass die das jetzt schon essen wollen, oder was? Dass sie das essen. Das, hier, bei mir steht, ich wette darauf, dass meine Leute meine Kochkünste jetzt in diesem Moment bereits vermissen. Ja. Stand das bei dir auch so? Nein, bei mir standen die Weinen unkontrolliert, weil sie, ne, es nicht essen können. Okay, ich fand meins nämlich ziemlich witzig, weil ja, das tun sie. Okay, weiter im Text. Ja, wie gesagt, ne? Tamaru stellt da klar, das mit Beckham war halt ein bisschen doof, aber seine Gefühle kamen halt in den Weg von seiner Mission und Badge hat richtig gehandelt. Dann haben wir die quasi Bestätigung, dass wahrscheinlich Big Mom Pack nicht mehr aufnehmen wird, weil. Nein. Und Badge irgendwie nicht verurteilen wird. Ja, genau, weil aus der Sicht der Big Mom Bande hat halt Peckins den Fehler gemacht. Richtig. So, Auftritt Vito mit einem Foto. Ein sehr wichtiges Foto. Ein sehr, sehr wichtiges Nämlich Foto. von Lady Charlotte Pudding. Ich hab's vorgegriffen. Entschuldigung. ja, weil, wie du meinst halt, da Sunny sie halt heiraten soll, sollte er halt sein Herz darauf vorbereiten. Und es wäre halt eine echt scheiße, jemanden erst kurz vor seiner Hochzeit kennenzulernen. Deswegen sieht man halt das Bild von ihr ein paar Tage vor der Hochzeit. Das macht's viel besser. Ja. So entsteht wahre Liebe. Ja, Sunny meint halt, Richtig. ne, ja, wer hat überhaupt gedacht, dass ich sie überhaupt heiraten werde? Dann dreht er sich um. Und jetzt ist klar, er wird sie heiraten. Er wird sie nicht heiraten, weil er jetzt draufgehen wird. Warum? Der Nasenbluten des Todes. Ja. Der hat bestimmt einen Arzt an Bord. Ja. Und es ist genau das passiert, was Zoro angekündigt hat. Ne? Wer Richtig. sagt, dass Sunny der Hochzeit nicht zustimmt? Ja, mein Gott, die sieht halt auch gut aus, ne? Ja. Und ohne Spaß. Kompliment an den Friseur, wenn man es nicht weiß, sieht man das dritte Auge nicht. Ja. Weil das ist die. Bin ich mir ziemlich Das ist sicher. sie nämlich. Ja, bin ich mir jetzt auch. Ich weiß ja noch, als ich damals gesagt habe, jo, das ist sie bestimmt. Ja. Ja, bei 35 Töchtern, ne? Wer kommt denn darauf, dass es gerade sie sein muss? Die anderen 35 verheiratet sind. 34. 34. Man muss aber auch mal sagen, ich glaube, selbst mit dritten Auge hat Sunny noch nicht, trotzdem nicht so viel gegen die Hochzeit. Meh. Die sieht aber echt geil aus, muss man aber Sie gesagt sieht haben. so unschuldig aus. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht ist er unschuldig. Ja. Vielleicht hat sie auch keinen Bock. Jetzt hat Sanji Bock. Nimmt das nicht mal. Ja, aber wir wissen ja, was die regelt schon irgendwie. Ja, irgendwie läuft das. Läuft der Hase. Ich weiß nicht, was ich von dem. Also, ich finde das Kapitel mega geil, weil. Ich auch. Ey, so viel. Jack. Liegt da irgendwo am Grund rum Ja, und und stirbt chillt nicht. da seine Base. Kid ist im Arsch. Aber hart. Richtig hart. Und Kid ist tatsächlich der im Käfig. War ja vorher nur Theorie, jetzt ist es Spekulation, Fakt. ja, richtig. Die Sunny. Ist das Sunny? Sunny-Truppe ist. Ein bisschen am Wegverhungern. Oh ja. Und. Man hat ein bisschen über Jama Double Six und. Die Hochzeit an sich und die Braut erfahren. Ja. Und das war einfach geil. Ja. Also ich finde halt Ich fand das Kapitel mega stark. Die Sunny-Truppe sehr witzige Momente. Wie gesagt, Franky wird wahrscheinlich Ruffy weg, Radical Beam. Und sonst, wir haben sehr viele Informationen bekommen und diesmal nicht so viele Sachen, worauf man spekulieren kann. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich kann dazu ehrlich gesagt gar nichts so Ja, groß ist sagen. mir auch gerade aufgefallen. Ende des Kapitels und normalerweise talken wir halt noch 10 Minuten. Aber jetzt ist halt wirklich das Kapitel abgeschlossen, weil, ja, das ist halt. Das Kapitel. Ja, das ist halt die Tochter, das ist halt die Braut, das ist, ja. Was soll man dazu noch großartig sagen? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin. Ruffy ist halt noch unterwegs. Und Peter hat auch gesagt, weder Dragon noch Sabo sind halt wahrscheinlich tot. Richtig.
Ja, und Es ja. wurden halt nicht so viele Fragen aufgeworfen. Also es wurde der Hype fürs nächste Kapitel für mich Ja. wieder mal. Aber es wurden für mich irgendwie nicht so viele Fragen aufgeworfen wie sonst. Jack ist nicht tot. Jack kann auch nicht sterben, scheinbar. Außer er verhungert. Vielleicht, ne, schwimmen wir einem Fisch ins Maul. Das ist ja voll der Kannibalismus, Alter. Das ist ja voll unterste Schiene. Hä? Haben die im Palast nicht auch Seef? Ja, besser als keine Ahnung. Was haben die nochmal serviert? Seegras Burger? Ich, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwas, was die überhaupt nicht haben wollte. Ja, wir haben gesehen, dass Kaido eine riesige Keule hat und damit zielgenau Gesichter zerstören kann. Zielgenau Gesichter zerstören. Geil, gut ausgedrückt. Klang schön. Ja, der Typ, ne, da hat er auch nur das Kopfgeld zerfetzt. Also sein Kopfgeld hat's auch zerfetzt. Ein Check für das Kopfgeld. Und ne, Kit hat ja auch so ein bisschen zerbeultes Face gehabt. Ah, da glaubst du, der hat auch von der Keule einen rübergezimmert bekommen? Boah, Junge, ich mach die BAM! Oder auch nicht. Ja, wir haben halt Kaido gesehen, Purin gesehen. Sunny ist halt voll d'accord mit der Hochzeit. Die Sunny-Truppe ist noch unterwegs und Jack lebt. Was soll man großartig sagen? Geiles Kapitel, Mal ein kann ich Kapitel nur mit nur sagen. Fakten. Ja. Mal werden nicht 5000 Fragen aufgeworfen, werden andere 5000 Fragen noch offen stehen. Ja, dann würde ich den Manga Talk an dieser Stelle beenden. Jo. Wie immer, danke ich euch fürs Zuhören. Danke, danke, danke. Hoffe, ihr seid auch bei anderen Videos mit dabei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.